In diesem Video zeige ich dir, wie du mit der perfekten Pitch-Technik ab sofort jeden Pitch richtig nah an die Fahne schlägst. Hi, mein Name ist Fabian Bünker, ich bin PGA Golf Professional und Head Coach der Online-Trainingsplattform Golf in Leicht. Um den Ball möglichst nah an die Fahne zu pitchen, und genau das ist ja das Ziel eines Pitches, dass der Ball so nah an der Fahne liegt, dass du ihn möglichst mit einem Putt einlochen kannst, gibt es einige Dinge, die du in deiner Technik ändern kannst und auf die du achten musst und vor allem auf die du in deinem Rhythmus achten sollst. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Zum einen stellst du dich wieder an den Ball, etwas enger, Ball liegt in der Mitte, Hände sind vor dem Ball. Und jetzt schwingst du, und davon bin ich ein sehr großer Freund, den Schläger in einem sogenannten One-Piece-Takeaway. Das heißt, Schläger, Hände, Arme, Schultern und Hüfte arbeiten als eine Einheit im Rückschwung zusammen und führen den Schläger gerade zurück. Im Abschwung schwingst du jetzt aber den Schläger auf einer Innen-Außen-Schwungbahn durch den Ball. Das heißt, du schwingst deine Arme enger an den Körper und schwingst den Schläger nach rechts vorne durch und schließt im Treffmoment ganz leicht die Schlagfläche, um dem Ball mehr einen Drawspin mitzugeben. Damit bekommst du einen sehr kontrollierten Abflugwinkel und vor allem ein sehr kontrolliertes Spinverhalten auf dem Grün. Zusätzlich solltest du in deinem Rhythmus vor allem darauf achten, dass dein Durchschwung beim Pitch länger ist als dein Rückschwung. Warum ist das wichtig? Wenn dein Rückschwung zu lang wird und du abbremsen musst, hast du keine Kontrolle, mit welcher Schlägerkopfgeschwindigkeit du an den Ball kommst. Wenn du aber den Schläger nach vorne gleichmäßig beschleunigst, dann kannst du viel besser kontrollieren, eben mit welchem Winkel und mit welcher Geschwindigkeit du an den Ball kommst, und kannst somit auch deine Pitch-Entfernung viel besser steuern. Das heißt, du kennst das 1-2-3-Rhythmus-Prinzip von mir, dass du den Schläger an den Ball stellst, das ist 1, Rückschwung Ende ist 2 und das Beschleunigen des Schlägers bis ins Finish ist die 3. Und das alles zusammen sieht dann so aus. Stell dich in dein Setup, führst den Schläger mit einem One Piece Takeaway zurück und schwingst ihn dann von innen nach außen durch den Ball mit einem beschleunigenden Schläger. Und wenn du auf diese Dinge in deiner Pitchbewegung achtest, wirst du eine bessere Längenkontrolle, eine bessere Spinkontrolle bekommen und den Ball näher an die Fahne pitchen. Viel Spaß dabei und vor allem viel Spaß bei richtig kurzen Putts nach deinem Pitch. Und damit du genau weißt, worauf du achten musst, habe ich zu diesem Video eine Checkliste für dich erstellt. Diese kannst du kostenlos runterladen. Klicke dafür einfach auf den Link, den du in der Beschreibung unter dem Video findest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Genauso wie ich mich freue, wenn du den Kanal abonnierst, damit du ab sofort keinen meiner Videotipps mehr verpasst. Und wenn du eine Frage hast, hinterlasse diese einfach in den Kommentaren unter dem Video. Ich verspreche dir, beantworte jede Frage persönlich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Trainieren und Golfspielen.